Wir als Lehrstuhl möchten Ihnen kurz die wesentlichen Informationen zur Umstellung unserer Einsendearbeiten ab dem Wintersemester 2020/21 in kurzen Worten in knapp 5 Minuten erklären. Es ist bereits so, dass seit dem Sommersemester 2020 die Einsendearbeiten in Moodle zur Verfügung gestellt werden. Ab dem Wintersemester 2020/2021 werden die Einsendearbeiten allerdings nicht mehr als PDF-Dateien zur Verfügung gestellt, sondern die Bearbeitung der Einsendearbeiten findet direkt im System über Moodle zugänglich mit veränderten Aufgabentypen statt. Zu diesen veränderten Aufgabentypen kommen wir gleich noch ganz kurz. Die grundsätzlichen Regelungen zu den Einsendearbeiten bleiben hierbei bestehen. Hier unten sehen Sie noch einmal die geltenden Regelungen aufgeführt. Besonders wichtig sind dabei die unteren beiden Punkte. Die Einsendearbeiten ermöglichen Ihnen zum einen eine individuelle Lernkontrolle und zweitens die erfolgreiche Bearbeitung der Hälfte der zu einem Modul angebotenen Einsendearbeiten, zwingende notwendige Klausurteilnahmevoraussetzung. Über Moodle finden Sie ebenfalls Informationen zur Bearbeitung der Einsendearbeiten im PDF-Format. Die Einsendearbeiten erreichen Sie über den darunter befindlichen Link. Bearbeitungsbeginn und Bearbeitungsende werden Ihnen im jeweiligen Aufgabenheft angezeigt. Die Einsendearbeiten umfassen in der Regel mehrere, meist zwei Aufgaben, die Sie jeweils bearbeiten müssen. Die zu erreichende Punktzahl einer Einsendearbeit beträgt, abweichend von der bisherigen Punktevergabe, 1200 Punkte. Dies entspricht aber weiterhin einer Bearbeitungszeit von etwa einer Stunde. Außerdem steht Ihnen zum Kennenlernen des Systems und der neuen Aufgabentypen in jedem unserer Module eine Übungsumgebung zur Verfügung. Hier sehen Sie noch einmal die Übersicht der Aufgabenhefte, wo Sie die Aufgaben auswählen können, so wie unsere für Sie ebenfalls erstellte Übungsumgebung, in welcher Sie sich alle unsere Aufgabentypen ansehen und ausprobieren können. Wenn Sie eine Aufgabe zu Ende bearbeitet haben, wird Ihnen jeweils das Feld Aufgabe einsenden angezeigt. Wichtig, wenn Sie diesen Button drücken, wird Ihr Arbeitsstand gespeichert. Auch danach können Sie die Aufgabe wieder öffnen und Änderungen vornehmen. Nach Ablauf der Frist für die jeweilige Einsendearbeit wird Ihr letzter Bearbeitungsstand gespeichert und bewertet. Sie erhalten nach Fristablauf umgehend Ihr Ergebnis sowie die Musterlösung zu der jeweiligen Einsendearbeit. Nach Fristablauf erhalten Sie zum einen die Bewertung Ihrer Einsendearbeit mit den einzelnen Aufgaben. Zunächst wird links die Frage angezeigt. In der zweiten Spalte wird Ihre Lösung sowie im Vergleich dazu die richtige Lösung und davon abhängig Ihre erreichte Punktzahl angezeigt. Dies geschieht sowohl in Punkten als auch prozentual. In der letzten Spalte ist für Sie ein Link zu dem jeweiligen Bewertungsmodus hinterlegt. Hier beispielsweise die Variante 1 aus N, die Sie abrufen können. Für eine detaillierte Lösungsdarstellung steht Ihnen außerdem eine Musterlösung zur Verfügung. Bisher waren die Aufgaben der Einsendearbeiten Freitextaufgaben. Dies hat sich nun vollständig geändert. Folgende Aufgabentypen werden Ihnen nun begegnen. Als erstes existieren Wahr-Falsch-Aussagen. Dort müssen Sie jeweils beurteilen, ob die getroffene Aussage wahr oder falsch ist. Als zweites gibt es MC-Einfachauswahlaufgaben. Dies ist die klassische Multiple-Choice-Auswahl, bei der genau eine Aussage richtig ist. Hingegen ist bei der MC-Mehrfachauswahl eine oder mehrere Aussagen zutreffend. Bei den sogenannten Freitextaufgaben ist gemeint, dass Sie selbstständig einen zutreffenden gesuchten Begriff ohne Vorgabe von Begriffen eintragen müssen. Bei Sortier- und Zuordnungsaufgaben begegnen Ihnen zum Beispiel Begriffe oder Aussagen, die Sie richtig zuordnen müssen, Aussagen, die Sie korrekt beenden müssen oder Lückentextaufgaben. Achten Sie hierbei bitte unbedingt auf die richtige Schreibweise in der Lösung. Zuletzt existieren natürlich auch Zahlenaufgaben. Achten Sie hierbei ebenfalls unbedingt auf die korrekten Werteinheiten und wie das Ergebnis jeweils angegeben werden soll. Als letztes noch ein wichtiger Hinweis. Wenn Sie technische Probleme bei der Bearbeitung oder Abgabe der Einsendearbeiten haben sollten oder sonstige technische Fragestellungen, dann wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter des Prüfungsamtes unter der folgenden E-Mail-Adresse. Wenn Sie bei der Bearbeitung inhaltliche Fragen haben sollten, ohne deren Klärung eine Bearbeitung der Einsendearbeiten nicht möglich ist, dann wenden Sie sich bitte an unsere Lehrstuhl-E-Mail-Adresse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Bearbeitung Ihrer Einsendearbeiten.